gemeinsam. Okay. Gut, dann schneiden wir wirklich. So, wunderbar. Ja, wenn man zurückblickt in die Anfänge, ein großes Gelände, der Wunsch des Stadtrates, hier Dienstleistungen zu etablieren. Und wenn man das über die Jahre hinweg verfolgt, sicherlich auch mit der Unterstützung unserer Gewerbebau, eine echte Erfolgsgeschichte. Aber wenn man zurückblickt, ist es, glaube ich, schon auch ganz gut, mal sich die Herausforderungen vor Augen zu führen. Und wenn wir uns die Situation heute anschauen, dann ist unser Klinikum ja dramatisch gewachsen. Manfred, ich glaube 1800 Mitarbeiter dürfte ungefähr stimmen. Insgesamt hier, glaube ich, sind wir bei 3000 Mitarbeitern, die im Dienstleistungszentrum insgesamt arbeiten. Es ist ein Facharztzentrum entstanden, das nicht nur die Gesundheitsversorgung in der Stadt Amberg, sondern in der gesamten Region sicherstellt. Es ist nicht leicht, in der Bibel etwas zu Parkhäusern zu finden. Man muss also ein bisschen abstrahieren, und Verkehrsprojekte haben ja mit dem Fußball das gemein, dass jeder dazu eine sehr starke Meinung hat. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Lass uns beten. Herr und Gott, wir rufen zu dir, segne dieses neue Parkhaus, das wir heute seiner Bestimmung übergeben. Beschütze alle Menschen, die hier ein- und ausfahren und es mit ihren Fahrzeugen benutzen, vor Unglück und Schaden. Hilf uns, dass wir im Straßenverkehr verantwortungsbewusst bleiben. Mach uns rücksichtsvoll und hilfsbereit. Weise uns den rechten Weg in unserem Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So ist gut. Wenn der Oberbürgermeister frech ist, kriegt er was ab.